Wollen wir jetzt nicht mehr reden? Wir filmen. Doch, Dirk, lass uns reden über das, was da am Samstag auf dich wartet. All-Star Day in Bonn und du bist dabei, in deiner Heimat Nordrhein-Westfalen. In den letzten Wochen agierte Rasta Center auch als Ticketmanager, denn Halb Mörs, Heimatstadt von Dirk Medrich, und Fechter wollen ihren Jungen als All-Star spielen sehen. Ja, ich habe viele Stehplatzkarten noch bekommen für die Leute, aber hauptsächlich erstmal Karten für die Familie direkt am Spielfeld dran bekommen. Bonn ist eine Stunde von meinem Elternhaus entfernt. Ich habe viele Freunde, Verwandte, Familie, die kommen und freue mich natürlich auch, dass viele aus Fechter dabei sind. In seiner neuen Heimat lieben ihn die Fans wie kaum einen zweiten. Dirk Medrich marschiert mit Rasta von Liga 3 in die BKBBL. Jetzt ist die Nummer 20 30 Jahre alt und mischt das Basketball-Oberhaus so richtig auf. Vor allem mit seiner Spezialität, dem Dreier. 5 von 6 trifft Dirk in Bonn und Ende November treibt er in Oldenburg auch Sebastian Machowski an den Rande eines Nervenzusammenbruchs. Auch da nämlich trifft der 2,12 Meter Große von außen extrem sicher wieder 5 von 6. Am Ende sind das 27 Punkte in 27 Minuten, dazu 6 Rebounds, sein bisher bestes Spiel. In Bedrängnis gehen solche Würfe übrigens auch rein. Mike Zirbis, immerhin 2,07 Meter groß, kann ein Lied davon singen. Am Samstagvormittag treffen sich die All-Stars zum Training in Bonn. Dirk Medrich hofft auf die ein oder andere Minute Einsatzzeit unter seinem früheren Trainer Thorsten Leibenhardt. Natürlich steht aber der Spaß im Vordergrund, aber Rastas Abgeordneter will gewinnen. Die letzten Jahre habe ich es immer so ein bisschen verfolgt, da ist die erste Halbzeit wird ein bisschen Larifari gemacht und dann ab dem dritten Viertel geht es rund. Ich denke, die Deutschen sind im Zugzwang, wir müssen das Spiel gewinnen und wie gesagt, ich freue mich aufs Spiel. Dirk Medrich ist auch nicht der einzige Rastaner in Bonn. Rashad Bishop wird am spektakulären Dunking Contest teilnehmen. Dieser steigt abends ab 6:30, wird live im Netz übertragen. Ja, ich glaube, ich habe eine ganz gute Chance, habe mir ein paar schöne Sachen ausgedacht. Das wird in jedem Fall ein großer Spaß. In seinen 6 Partien für Fechter ist Rashad Bishop noch nicht oft spektakulär geflogen. Dass er den Ball gewaltig durch die Reuse stopfen kann, hat der 1,98 Meter große Mann aus New Jersey aber schon am College gezeigt. Davis, nice penetration. Ja, so kann man das machen, keine Frage. Fraglos ist Bishop übrigens kein Showspieler. Der 25-Jährige spielt für Rasta bisher sehr effektiv, trifft 64% seiner Zweier. Überhaupt sucht der Fechter nicht zwanghaft den spektakulären Abschluss. Ich lege den Fokus erst einmal auf den Wurf, also die 2 Punkte überhaupt. Aber was ich mag, ist, über andere drüber zu danken. Das macht mir schon großen Spaß. Wir dürfen also gespannt sein, was Rashad Bishop da vorbereitet hat und freuen uns über Dirk Medrich, der Rastas Fans am All-Star-Samstag auf der vereinseigenen Facebook-Fanpage auf dem Laufenden halten wird. Und für den Center geht es am Sonntag gleich weiter zur nächsten Party. Der NDR Sportclub feiert 40. Geburtstag. Medrich und Rasta-Trainer Elsie werden in Hamburg als Ehrengäste gratulieren. Zu sehen ist die Gala am Sonntagabend ab 22:30 Uhr im NDR Fernsehen.